Okay, ich wurde gefragt, wo man die Schule runterladen kann, also die Okkulte Highschool. Und sie heißt Okkult Highschool, so wie es da steht. Aber ich finde sie nicht. Also ich weiß nicht, ob sie gelöscht wurde, weil eigentlich müsste ja hier Okkult High School. Eigentlich müsste da ja was kommen. Aber ich glaube, das ist sie. Glaube, ich habe sie jetzt doch gefunden. Okay, ich speichere sie mal. Okay, No CC Occult High School. Ich weiß nicht, ob es die ist oder ob es eine ähnliche ist, weil oben sieht es ein bisschen anders aus, aber ich denke, die tut es auch. Ich denke, die ist genauso nice. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Die wurde ein bisschen umgeändert oben. Aber die ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Und das sind halt alle, die es mir vorschlägt, ne? Also, ich habe es genauso geschrieben wie da. Weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn ich. Das so schreibe. Denkt, die ist auch ganz cool. Ja, ich denke, die kommt meiner irgendwie am nächsten. Ne? No CC Occult High School von Rubinrot 97. Heute sind lauter Festivals und so. Also es ist Samstag. Heute wird sehr viel Party gemacht, natürlich. Meine Katzen rasten aus schon wieder. Ja, gut. Macy schläft noch. Sie hat Hunger. Du kannst dir. Wie gesagt, meine Katzen rasten aus. Kochen. Kochen. Du kannst mal Grillkäse kochen. Ich speichere, bevor das ganze Haus abfackelt. Ja. Supi. Nachricht lesen. Abgeschlossen. Fitnessfähigkeit mit Football üben. Haben wir Post? Rechnung bezahlen. Post holen. Okay. Feind von Dahlia werden. Oh mein Gott. In Urlaub fahren. Sie möchte irgendwie die ganze. Alter, das ist voll laut. Sie möchte die ganze Zeit in den Urlaub fahren. Das können wir natürlich auch mal machen. Aber noch nicht. Noch nicht. Euer Post über Hausaufgaben. Jetzt habe ich Zeit für mich. Buchrezension, auch glücklich. Wer hätte gedacht, dass ein Buch über bla 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 so toll ist? Ja, bla bla bla. Bla bla. Okay, sie kocht. Schön. Thank you very much. So, ein Gericht nehmen. Wir haben Machtpunkte. Ah, aber noch nicht genug. Noch nicht genug. So, was geht bei ihr da ab? Wir machen hier mal. Daniel, du hast mal da, 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 da. Ja, danke, danke. Okay. Super. Ab 15 Uhr geht's los mit den ganzen Dings. Kann sie dann hier auch noch ein Nickerchen machen, bevor es dann zum Party machen geht? Soll sie hier auch noch ein Nickerchen machen? Und sie eventuell auch, damit die nicht so müde sind, wenn es dann dahin geht. Oh. Oh. Was kochst du denn da Schönes? Es riecht super im Flur. Gibst du mir was ab? Du wirst meine Gesellschaft zu schätzen wissen. Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott. Ablehnen. Zum Essen einladen. Also eigentlich ist er ein Vampir. Aber okay. Oh mein Gott.
Daniel! Hallo. Oh mein Gott. Er kommt rein. Wir können ja mal mit ihm reden. Nach Karriere fragen. Was macht er denn, damit er das Schneefest hat begonnen? Ja, wir wollten alle gemeinsam feiern gehen. Die schlafen gerade alle noch und ja. Oh mein Gott. Wäre das nicht süß, wenn die zusammenkommen? Aber wir müssen noch schauen. Ne? Nichts überstürzen hier. Nach Hobbys fragen. Oh, die verstehen sich gut. Er ist gesellig. Okay. Schon mal eine gute Eigenschaft. Schon mal eine gute Eigenschaft. Nach Lieblingsfarbe. Mag Boheme. Okay. Das mögen wir jetzt nicht so. Er mag die Farbe Schwarz nicht. Oh Gott, ob das so passt mit uns, weiß ich ja auch nicht. Oh, er macht bei uns die Hausaufgaben? Oh mein Gott. Tja. Er wollte nur mal zeigen, so, was er so drauf hat, wisst ihr? Natürlich. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Oh. Hallo, was ist denn los mit ihm? Fragen, ob er Single ist. Oh mein Gott. Bewunderung ausdrücken. Gefühle. Basic. Nachbar, Freund. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Oha. Macy ist auferstanden. Soll mal duschen gehen. Edmund ist Single. Sie kann sich ihm ja auch mal vorstellen. Freundlich. Versuchen vorzustellen. Bisschen blöd, dass er beliebt ist. Daniel kann ihn... Hilfe. Bitte nicht abstürzen hier. Edmund hinzufügen. Oh mein Gott. Ja. Jetzt hat sie da Edmund drin. Fesselnde Geschichte. Hast du dich vorgestellt, Riley? Mach doch mal. Freundlich. Oder warte, das Festival hat ja angefangen. Wo ist das Festival? Ist das nicht hier? Nein, das ist wahrscheinlich... Ach nein, das war ein ganz anderes... Romantikfestival. Ja, warte. Ist das jetzt da? Nein. Das ist in einem anderen Viertel. Okay. Ich würde sagen, wir reisen. Können wir ihn mitnehmen? Okay, dann mache ich das mit ihr. Sie sagt so, hey, wir wollten aufs Romantikfestival. Möchtest du mitkommen? So, nein, nicht Ophelia Riley, Edmund. Serena. Macy. Fiona. Ach nein, ich weiß. Romantikfestival. Hä? Ach nee. Ja, okay. Wir gehen dahin. Und dann aufs Romantikfestival. That's the plan of the day. So. Jetzt wird Party gemacht. Warte mal. Outfit. Nee, halt, stopp. Du ziehst das Rote hier an. Und Sakura-Tee einschenken. So, Macy, Outfit. Das kann sie anlassen. Sie hat Hunger, also können wir uns da was
zu essen bestellen, und zwar Ramen. Sie hat auch Hunger, kann sich da also auch Essen bestellen. Edamame, soll sich umziehen und da auch einen Sakura-Tee trinken. Sie erfriert gleich. Das sieht doch romantisch aus. Und dann soll sie ihn umarmen. Oh mein Gott. Kennenlernen soll sie ihn. Genie. Blütenblätter werfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Über die Atmosphäre reden. Koketten Traum über Edmund beschreiben. Nein, nein, das ist ein bisschen zu persönlich. What is going on here? Finn wird angerufen. Ich habe gehört, die Festival. Wir sind schon. Macy scheint ziemliche Probleme mit dem Essstäbchen zu haben. Sie sollte öfters Gerichte wie Ramen mit Stäbchen essen, um ihre Fingerfertigkeit zu verbessern. Hey, wait! Edmund! Er ist einfach abgehauen. Oh mein Gott. Das ist einfach eine Vampir-Lounge, ne? Nice. Oh, ich wollte eigentlich noch Slice of Life runterladen. Aber egal. Sie soll jetzt einfach auch mal einen Sakura-Tee trinken. Hat sie? Hat sie. Du kannst ja auch mal freundlich mit ihr reden hier. Oh mein Gott, was? Um weisen Rat des Romantikgurus bitten? Oh mein Gott. Aber ich finde, sie sollte mit Riley reden. Und ich finde, Macy, nein, Macy soll ihn mal fragen. Weil sie, Macy ist doch in Ding verknallt. Warte, in. Wie heißt der? In Saiji. Oh mein Gott. Sie soll fragen, um weisen Rat bitten. Nach romantischen Aussichten fragen. Oh mein Gott, ja. Sie fragt ihn so: Ja, hat das eine Zukunft? Ich kann es nicht fassen, dass du das Blut anderer Leute getrunken hast. Ohne. Sowas macht man einfach nicht. Upsi. Neues Outfit, neues Ich. Sieh mir zu, wie ich happy rumtrabe. Oh Mann, sie verbrennt. Oh Gott. Freundlich kennenlernen. Der Sakura-Tee sieht voll schön aus. Brutzelnde Epidermis. Hallo, es ist. Deine Aussichten in Sachen Liebe sind trostlos. Nein. Der sagt so, den sie sich da auserwählt haben, der ist richtig gemein. Und sie so, aber. Und sie holt sich noch einen Rat bei ihm und dann Sakura-Tee trinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sollen wir denen quatschen? Freundlich kennenlernen. Wir müssen mal überspringen. Zum Abschlussball gehen wir nicht. Liebe ist die Quelle der ewigen Jugend, aus der wir alle trinken können. Wow, das war wirklich sehr schön gesagt. Wirklich großartig. Sie soll mal freundlich kennenlernen. Edmund, da bist du wie. Oh mein Gott, darauf war ich nicht vorbereitet. Aber es ist perfekt. Hey, das könnte lustig werden. Edmund Weinschein möchte mit Danielle auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ist sie damit einverstanden? Ja. Oh mein Gott. Aber wir gehen gar nicht. Oh mein Gott. Frag mal, können wir ihn fragen, auf was er denn so steht, nach romantischem Interesse fragen? Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Die quatschen hier alle. Sie muss aufs Klo, Toilette benutzen. Ich habe gehört, er ist ziemlich cool. Ja. Komm, frag ihn mal. Alter, wer ist das denn?
Ace Hunter. Der sieht voll krass aus. Ich bin noch in der Erkundungsphase. Okay. Cool. Wir müssen irgendwie rein. Und zwar hier hin. Das kann sie mal anzünden. Sonst verbrennt sie. Gut. Was kann man hier denn noch so machen? Pflanzen gibt es hier. Kunst. Oh wow, die kann man dann kaufen, oder wie? Das ist ja cool. Festival-Souvenir kaufen. Komm, gucken wir mal, was man da kaufen kann. Oh, cool. 2, 4, 5. Kaufen wir mal 5 davon. Seifenblasen. Oh mein Gott. Davon kaufe ich auch 1. Und dann machen wir auch ein bisschen Feuerwerk heute. So, jeder kriegt eine Wunderkerze. Komm, wir können uns da ein Getränk bestellen. Lieblingsgetränk. Können wir echt noch nicht draußen rumlaufen? Ich meine, eigentlich ist doch jetzt dunkel, oder nicht? Freundlich kennenlernen. Verbrennt sie weiterhin? Nee, okay, es ist dunkel. Dunkel genug. So, unterhaltet euch mal. Mitfühlen, Persönlichkeit analysieren. Oh mein Gott. Fiona macht eine Phase durch. What? Was war das denn? Partylöwenkleptomisch. Was, wenn wir das bei ihr machen? Oh mein Gott, geschehen. Was geht denn hier ab? Amara. Ah, das ist ihre Mom. In meinem Element. Ja, ihr gefällt es hier voll gut. Freundlich kennenlernen. Oh Mann, ey. Hey, was soll das denn? Musik hören. Mit sich selbst flirten. Oh mein Gott. Können wir in Welt platzieren und anzünden? Mach das mal. Einfach direkt hinter Daniel. Daniel! Hui! Cool. Verabscheuen sich jetzt? Why? Oh Gott, alle haben Angst vor Nelio und Amara. Sie soll einfach mal alle ein bisschen ablenken und Feuerwerk anzünden. Schick. Cool. Hui. Schön. Er sieht so cool aus. Ich überlege gerade, ob ich ihn zu einem Teenager mache. Lustig. Komm, unterhaltet euch mal alle. Oh. Unbehaglicher Kommentar. Warum hat Daniel das gesagt? Was hat sie denn gesagt? Oh, wie schön. Komm, macht mal alle die Wunderkerzen an. Yay! Yay! Die ist voll romantisch, ey. Die ist so richtig
Oh, mit meinen Leuten. Macy ist zufrieden, da die Gang in der Nähe ist. Mit Leuten zusammen zu sein, die man kennt, ist toll. Wie cool. Die Gang. Ja. Oh, ihr geht's nicht gut. Sie ist müde. Ja, Serena kann ja schon mal nach Hause gehen. Sie unterhält sich mit ihren Leuten. Auch, sie auch. Sie hat Hunger. Komm her. Wo ist der Essensstand? Oh. Alles abgebaut. Sad. Party ist vorbei. Dann gehen wir mal langsam alle nach Hause. Obwohl... in irgendeiner Ecke... Komm, zünde das mal an. Du stehst da wirklich super. Plasma trinken. Zu einem Tracken nötigen. So, sie zündet das jetzt gerade an. Woo! Okay, leider nicht. So, du da. Du stehst da wirklich praktisch. Darf ich dich aussaugen? Harry, du siehst gar nichts. Oh shit. Oh Gott. Mann, es schauen viel zu viele Leute zu. Das ist jetzt nicht so gewollt. Goodbye. Lecker Schmecker. Und jetzt können wir nach Hause gehen. Das war doch eine tolle Party. Oh, wir haben Machtpunkte. Sie ist natürlich... Sie hat einen Vampir-Charme. Deshalb ist sie in der Liebe dann erfolgreicher. Ich finde, das passt gut zu ihr. So, flapp. Was ich ja auch noch schauen wollte, ist Business. Job suchen. Was geht denn dann nebenher? Barista? Das geht. Okay, sie ist jetzt auch noch Barista, also... Ich würde generell sagen, dass ich mal Money auf 3000 stelle, dass die jetzt auch nicht reich sind und auch gucken müssen, dass sie irgendwie an Geld kommen. Sie kann ja mal einen Sim taggen, und zwar Edmund, und eine kokette Nachricht. Ich bin immer abgelenkt, wenn ich Edmund sehe. Das Lernen kann warten. Ich muss flirten. Oh, spannend. Danielle hat entdeckt, dass Macy ein Alien ist. Macy hat nicht einmal versucht, es zu verbergen. Ja, ist ja nicht schlimm. Damit ist sie ja völlig fein. So, ich würde sagen, wir gehen mit denen dann aufs Jugendfest. Sie kann ja Trendy durchsuchen. Beide gehen ans Handy. Wir könnten ja ein Schachdings kaufen, wenn wir es uns leisten können. Das Runde ist ganz süß. Komfort. Oder? Ist doch ganz gut. Und dann kann sie da üben. Wir können ihm ja eine SMS schicken. Die haben jetzt auch so eine kleine, kokette, romantisches Interesse. Abschlussball-Date, freundschaftlich. Oh mein Gott. Ah! Nachbar. Das ist doch was. Was ist denn jetzt los? Kurz vor dem Ausbruch. Der ganze Stress bringt mich noch dazu abzuhauen. Ach, alleine der Gedanke löst noch mehr Stress aus. Aber warum? Was stresst dich? Blech. Können wir auf Trendy neueste Trends überprüfen? Rocker ist momentan angesagt. Wir müssten ein Outfit erstellen. Denkt, das würde zu ihr passen. Können wir nicht irgendwie... Also erstmal Lagerung. Da gibt es ja diese coolen Sachen von Trendy. Schwierig. Wohin könnte ich das stellen? Ich
kann natürlich auch stattdessen. What is the problem? So, da können wir dann die Trendy-Sachen. Perfekt. Perfekt, das ist doch perfekt. Da müssen wir nämlich nicht extra in diesen Teeladen gehen. Ich meine, das können wir natürlich auch mal machen, aber sie hat halt einfach hier Fashion Look kreieren. Komm, das macht sie jetzt einfach mal. Ich finde, das würde zu ihr gut passen, damit sie ihr Geld damit verdient. Sie ist Barista nebenher. Finde ich eigentlich, passt auch ganz gut. So, Fashion Look kreieren. Und dann erstellen wir eine Rocker-Outfit. Finito. Ja, ich würde sagen, sie verdient so ihr Geld. Outfit auf Trendy verkaufen. Für 300. So, und dann soll sie mal Fernsehen, nachdem sie so hart gearbeitet hat. Ja, ich würde sagen, Danielle ist halt so Trendsetterin. Und die anderen gehen jetzt nicht arbeiten. Sie ist halt noch die fleißige Biene. Muss übrigens auf Klo. Die fleißige Biene muss aufs Klo. So. Gut, sie möchte Danielle kennenlernen. Kann sie natürlich jetzt machen. Da war es gerade. Kennenlernen. Do it. Edmund findet Danielle klasse und möchte beste Freunde werden. Ja. Er ist wieder da! Edmund! Oh mein Gott! Edmund, warte! Oh, da ist er wieder. Bewunderung ausdrücken. Oh mein Gott. Leute, er kommt die ganze Zeit her. Wir haben ja auch noch gar nichts geklaut. Kann sie einen Schirm nehmen, sonst verbrennen wir hier wieder. Oh, sie wird angerufen. Oh mein Gott, sie machen noch ein Baby. Ja, okay, dann. Tu das. Okay, so. Die versuchen hier gerade das erste Mal. Macy traut sich natürlich nicht. Komm, die gehen jetzt alle mal zu Danielle da hoch. So, da macht mal Party hier. Sie kann ja auch mal versuchen. Komm, Macy. Macy wird zur Rebellin. Wir könnten das versuchen zu stehlen. Komm, sie klaut jetzt mal was. Macy kann nach Hause gehen. Und sie auch. Die sind müde. Komm, hör auf zu tanzen. Geh jetzt was klauen. Oh Gott. Aber da gucken Leute zu. Egal. Sie steckt es einfach ein. Oh, sie hat's gesehen. Ups. Upsi, entschuldige, dass ich störe. Nö, wir haben kein Geld. Also, was geht denn hier ab? Ich würde mal sagen, wir gehen da tanzen. Sie soll auch mal tanzen. Wir können uns ja. Oha, er hat sich ihr vorgestellt. Okay, ja, komm. Schnüffeln und vorstellen. Komm, stell dich auch mal vor. Freundlich vorstellen. Wie findet sie ihn? Ace. Basic. Ehepartner? Oh nein. Jetzt ist er ein verheirateter Teenager. Oh no. Blöd gelaufen hier. Wie findet sie ihn? Attraktiv. Oh. Mein Gott, wie gut sie aussieht. Dieses Top steht ihr so gut. Okay,
Okay, ich würde sagen, wir gehen mal alle wieder nach Hause. Girl, komm. Krall dir mal in den Teller. Was ist denn los? Ruhig sein. Komm. Wir gehen mal Beschwerde anhören. Ja, sie sagt halt so ganz nett zu ihm. So, ja, es tut mir leid, du hast recht. Das war ein bisschen rücksichtslos. Wir werden versuchen, leiser zu sein. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, dann werden wir ein bisschen flirten mit ihm. Und sagen, der Tag oder das Wochenende mit ihm war richtig schön. Dass sie es sehr genossen hat, dass er sie auch immer begleitet hat. Und tauschen die Nummern aus. Auf Wiedersehen. Okay, sie hat auf Wiedersehen gesagt. Sie hat Durst. Gibt's da irgendjemanden, den wir aussaugen können? Komm, sie soll mal Outfits, sich was Warmes anziehen und dann... du siehst lecker aus. Oh Gott. Woman! Ah, sie ist weg. Perfekt. Ja, wir saugen hier mal jemanden aus. Da ich mich mit Plasma bestens auskenne, weiß ich diese außergewöhnlichen und befriedigenden Trunks sehr zu schätzen. Danke dir. Es ist schon Montag. Sollten mal alle schlafen gehen, damit sie ready sind für die Schule. Von 5 bis 7. Oha, wie anstrengend. Sie arbeitet bis 7 und um 8 fängt dann die Schule an. Das war doch ein gelungenes Partywochenende, würde ich mal sagen. Und ja, dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder, wenn die dann wieder in die Schule gehen. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich mit Flora und Macy in die Schule gehen. Flora? Fiona, oh mein Gott, mein Gehirn ist komplett mit Wings. mit Fiona. Flora passt auch. Ja, okay. Genau, mit denen werde ich in die Schule gehen. Okay, sie geht jetzt erstmal arbeiten und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.